Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Heute eine besondere Ausgabe. Wir stellen mal das Geschäftsmodell Deutschlands auf den Prüfstand. Und ich freue mich, dass einer der führenden deutschen Ökonomen dafür zu uns ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Wolfgang Wiegert, ehemaliger Chef des Sachverständigenrats der Wirtschaftsweisen. Seit vielen, vielen Jahren verfolgen Sie das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland sehr, sehr eng, auch im Austausch mit Ihren Kollegen. Im Moment ist ja so, dass unsere Exporterfolge offenbar unsere Handelspartner überfordern. Wir spielen die an die Wand. Ist das ein Geschäftsmodell, das zeitgemäß ist? Also, ich denke schon. Deutschland hat sich in der Tat fundamental verändert. Wir waren zwischen 1995 und 2005, 2006 sozusagen der kranke Mann Europas, auch das Wachstumsschlusslicht. Und das hat sich fundamental geändert. Wir sind jetzt zur europäischen Konjunkturlokomotive geworden, auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht, oft zum Vorbild in Europa. Und ich denke, dass diese Entwicklung für Deutschland gut ist. Aber heute sind wir der Solitär in Europa, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Der Euro, der Außenwert des Euro und auch die Leitzinsen sind ja eigentlich zu niedrig für unsere Wirtschaft. Sorgt das dafür, dass wir uns nicht umstellen können auf ein vielleicht etwas weniger exportlastiges Geschäftsmodell? Also bei den Leitzinsen würde ich Ihnen zustimmen. Der Leitzins von 1% ist im Prinzip für Deutschland etwas niedrig. Der könnte ruhig für Deutschland angehoben werden. Beim Euro weiß ich nicht, wie Sie darauf kommen, dass der Euro krass unterbewertet ist. Der Euro steht heute bei 1,34 etwa, schwankt in den letzten Tagen immer so um 1,32, 1,33. Woran misst man Unterbewertung oder Überbewertung, wenn man sogenannte Fundamentalwerte nimmt, die aber auch nicht ganz problemfrei zu ermitteln sind, würde ich nicht sagen, dass der Euro krass unterbewertet ist. Aber bei uns ist ja im Moment so, dass der Export sehr wettbewerbsfähig ist. Vielleicht jetzt nicht in der Gefahr, es zu überhitzen, aber das Kapital wird ja sehr stark in diese Wirtschaftsströme fließen, die im Moment gut laufen und damit vielleicht nicht in Bereiche, die die Binnenkonjunktur stärken können. Doch, das ist eine Folge der Finanzwirtschaftskrise und Schuldenkrise, dass eben die massiven privaten Kapitalexporte, die wir bis 2007 hatten in Deutschland, dass die nicht mehr ins Ausland fließen, jedenfalls per Saldo. Also die privaten Nettokapitalexporte sind sozusagen zum Erliegen gekommen. Es gibt natürlich noch Bruttokapitalexporte von Deutschland raus, aber das wird kompensiert durch einfließendes Geld. Und dieses Geld fließt in die deutsche Immobilienwirtschaft, fließt in die deutsche Bauwirtschaft und kommt da der Immobilienwirtschaft und der Bauwirtschaft auch zugute. Deutsche Überschüsse sind ja so gewaltig, dass sie in der Vergangenheit auch Blasen genährt haben, als sie das Kapital exportiert haben. Die US-Subprime-Bubble haben wir aufgeblasen, Richtig. Die Staatsanleihen-Bubble in Südländern, in Eurozone haben wir aufgeblasen. Jetzt blasen wir unsere eigene Bubble auf hier zu Hause? Nein, das ist noch nicht absehbar. Also ich würde im Moment nicht von einer Immobilienblase oder einer sich abzeichnenden Immobilienblase in Deutschland reden. Auch andere Vermögenspreisblasen sind eigentlich nicht in Sicht. Insofern sehe ich im Moment nicht die Gefahr einer breitflächigen Inflation gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex. Und ich sehe eigentlich auch nicht die Gefahr, dass es in Deutschland zu massiven Vermögenspreisblasen kommt, etwa im Immobiliensektor analog zu der Immobilienpreisblase, die wir in Spanien hatten oder in Irland. Es gibt Ökonomen und Politiker, die sagen, wir könnten das Problem relativ leicht lösen, indem wir starke Lohnsteigerungen zuließen, dadurch die Exportwirtschaft schwächen, die Binnenkonjunktur stärken. Könnte man das überhaupt machen, das Geschäftsmodell umzubauen, ohne in die Frankreich-Falle zu tappen, sprich die Industrie nicht mehr wettbewerbsfähig zu machen, ohne es zu merken? Also zum einen werden die Löhne nicht vom Staat gesetzt, sondern die werden von den Tarifvertragsparteien gesetzt. Aber es ist in der Tat so, dass die moderaten Tariflohnabschlüsse, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, mit dazu beigetragen haben, dass Deutschland wettbewerbsfähig geworden ist. Und jetzt könnte man in der Tat, und das deutet Ihre Frage ja an, im Umkehrschluss sagen, naja, da machen wir jetzt massive Lohnerhöhungen. Und das würde in der Tat auch eine reale Aufwertung bewirken und über diesen realen Aufwertungseffekt Exporte teurer machen, die sich dann vermindern würden und Importe billiger machen relativ, die dann zunehmen würden. Und damit würden tendenziell über diesen Kanal die Leistungsbilanzüberschüsse zurückgehen. Allerdings ist die Sache nicht so eindeutig. Denn mit massiven Lohnerhöhungen wären ja auch negative Beschäftigungseffekte verbunden. Das heißt, die Arbeitslosigkeit wird ansteigen. Und je nachdem, wie groß diese negativen Beschäftigungseffekte wären, wird das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte erheblich zurückgehen. Und mit dem zurückgehenden
privaten Einkommen, verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte, wäre dann auch eine verminderte Importnachfrage verbunden. Und das hat der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten, das war 2009, 2010, mit einem großen makroökonometrischen Modell mal durchgerechnet. Und dabei zeigte sich, dass der negative Beschäftigungseffekt den realen Aufwertungseffekt dominiert und per Saldo sogar die Leistungsbilanzüberschüsse in Deutschland etwas zunehmen würden, sodass massive Lohnerhöhungen nicht der richtige Weg wären, um von den hohen Leistungsbilanzüberschüssen runterzukommen. Ich denke, Deutschland kann einen Beitrag dazu leisten, aber das müsste über eine Stärkung der Investitionstätigkeit gehen und nicht über zu starke Lohnerhöhungen. Diese Diskussion Importstärken oder Exportstärken verdeckt ja eigentlich die strukturellen Probleme, die die deutsche Wirtschaft hat. Wir haben jetzt schon Fachkräftemangel, obwohl die Babyboomer noch nicht mehr wirklich angefangen haben, in Rente zu gehen. Wir müssen ja eigentlich in den nächsten Jahrzehnten gleichzeitig in Köpfe investieren, die Infrastruktur instand halten und die Haushalte konsolidieren. Ist das machbar? Also das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, dass die Stärkung der Investitionstätigkeit der richtige Weg ist und der richtige Beitrag ist, den Deutschland leisten kann, um die hohen Leistungsbilanzüberschüsse abzubauen. Und jetzt die Frage, ob wir das alles finanzieren können. Nun ja, das muss man jetzt einen Posten nach dem anderen sich anschauen. Im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung, Sie hatten ja auch die Renten angesprochen, denke ich, ist die Rente mit 67 oder die Verlängerung der Lebensarbeitszeit der richtige Weg. Denn die Rentenversicherung funktioniert ja im Umlageverfahren. Okay, und da müssen dann die Beiträge nicht erhöht werden. Wir müssen in der Tat auch angesichts der demografischen Entwicklung insbesondere auch mehr in Bildung investieren. Denn mit zunehmender Alterung der Erwerbsbevölkerung geht ein negativer Produktivitätseffekt entgegen. Und den kann man kompensieren, indem man sozusagen die Humankapitalbildung stärkt und damit die Bildungsinvestitionen stärkt. Und wir müssen in öffentliche Infrastruktur investieren. Denn die öffentliche Nettoinvestitionsquote liegt bei null, war in den letzten Jahren sogar negativ. Und da ist das Problem, wie finanziert man die öffentlichen Nettoinvestitionen? Denn die Schuldenbremse lässt das im Prinzip nicht mehr zu. Ab 2016 für den Bund, ab 2020 für die Länder. Der Sachverständigenrat hat ja in einer Expertise diese Schuldenbremse vorgeschlagen, hatte aber eine Komponente, die dann nicht übernommen worden ist, leider nicht übernommen worden ist. Wir hatten eine sogenannte goldene Regel der Finanzpolitik da drin, dass staatliche Nettoinvestitionen auch über eine Kreditaufnahme finanziert werden können. Und dann wäre die Finanzierung der Nettoinvestitionen sozusagen über Kreditaufnahme zulässig gewesen und auch richtig gewesen. Das ist nicht übernommen worden. Naja, jetzt muss man sich andere Finanzierungswege einfallen lassen. Und deswegen ist es nicht zufällig, dass zum Beispiel die Diskussion über eine PKW-Maut verstärkt kommt. Okay, wenn staatliche Finanzierungsquellen übersteuern, kann man das nicht finanzieren. Das wäre schwankend. Das Steueraufkommen und die Steuersätze, Nettokreditaufnahme ist ausgeschlossen durch die Schuldenbremse und deswegen muss man private Mittel mobilisieren. Bei der öffentlichen Infrastruktur entweder über PKW-Maut oder über PPP-Projekte, also Public-Private-Partnership-Projekte. Das wird sich sicherlich herausbilden. Kommen wir zum Schluss zu unseren drei Fragen von Finance TV, die ich Sie bitte sehr kurz zu beantworten, idealerweise mit Ja oder Nein. Die erste Frage, ist das exportlastige Geschäftsmodell Deutschlands überholt? Nein. Zweite Frage, haben die Erfolge der vergangenen Jahre dafür gesorgt, dass wir Deutschen unsere Leistungsfähigkeit überschätzen? Nein, wir überschätzen das nicht, wir sind leistungsfähig. Und die letzte Frage, wird Deutschland in 20 Jahren immer noch ein Industrie- und Fertigungsstandort sein? Ja, davon gehe ich doch aus. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Professor Wiegand. Das war's für heute bei Finance TV. Morgen wieder tut nichts zur Sache. Wir hoffen, Sie hatten heute Spaß. Sie schauen uns morgen wieder zu. Bis dahin, alles Gute und schönen Tag.